um mehrere Tage autark campen zu können, habe ich mir extra ein großes Waschbecken gebaut. Das ist allerdings wirklich sehr, sehr groß, sehr, sehr unhandlich. Und darum habe ich mir jetzt für kürzere Touren die Boxio Wash geholt. Und die werden wir jetzt gemeinsam auspacken, zusammenbauen und testen. Wie schon gesagt, für längere Touren, wo man mehrere Tage autark draußen stehen muss, habe ich mir selbst ein Waschbecken gebaut, ein ziemlich großes mit 12 Liter Fassungsvermögen. Video dazu verlinke ich euch oben. Ein richtig, richtig geiles Teil, aber leider natürlich auch entsprechend sperrig und schwer. Um vielleicht nur ein oder zwei Tage draußen autark zu sein, reicht das hier und das ist eine richtig geile Lösung. Und jetzt schauen wir auch gleich rein. So, was ist da drin? Schauen wir mal. Zum einen der Deckel. Das dürfte der Hahn sein, der Wasserhahn. Jede Menge Zeug zum Montieren. Auch irgendein Zeug zum Montieren, keine Ahnung, die Schläuche dazu. Ganz wichtig, Bedienungsanleitung natürlich. Dann das Waschbecken selbst. Unten drunter dann die zwei kleinen Kanisterchen. Und dann die Box selbst. Beginnen wir mit dem ersten Schritt des Zusammenbaus. Und zwar gibt es hier rundherum vier Löcher und da kommt jetzt einfach einmal von außen eine Schraube rein, durch das Loch durch. Dann kommt innen eine Beilagscheibe drauf und die Konterschraube kommt dann hier einfach drauf. Hält soweit schon ein bisschen. Und zum Festschrauben ist hier ein Imbusschlüssel dabei und so eine Mutter, na eigentlich Mutter, Beilagscheibe halt auch. Und damit kann man das Ganze dann festschrauben. Und hier drauf, auf diesen Halterungen, hält dann letztendlich das Waschbecken. Das Ganze mache ich jetzt noch dreimal. Bei den einzelnen Arbeitsschritten gehe ich übrigens ganz genau nach Anleitung vor und laut Anleitung werden im nächsten Schritt die Kanister mit den Aufklebern für Frischwasser und für Abwasser gekennzeichnet. Anschließend müssen von diesen Deckeln hier unten die Ringe entfernt werden. Ja, geh runter da. So. Mit Gewalt. Es gibt hier drei offene Deckel und einen zugemachten Deckel. Und in den zugemachten Deckel kommt jetzt diese Dichtung hier rein. Dann kommt in einen offenen Deckel kommt dieser große Ring hier rein. Dieser komische Deckel hier, der kommt so hier oben rein, in den letzten Deckel. Als nächstes gibt es dieses Teil hier, das unten diesen Anschluss hier hat und innen sind hier auch zwei Anschlüsse drinnen und hier außenrum kommt diese Dichtung drauf, jetzt muss ich schauen, ob ich das richtig mache, genau, hier außenrum kommt der Dichtring drauf. Von den Schläuchen her sind drei Schläuche dabei. Zwei, die gleich lang sind und ein kürzerer. Und der kürzere kommt hier außen auf diesen Anschluss hier drauf. Und die zwei längeren kommen da innen auf die Anschlüsse drauf. Die gehen etwas streng drauf, also
ich würde nicht sagen streng, aber man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Man glaubt zu Beginn, dass die gar nicht drauf gehen, aber wenn man ein bisschen nur fester drückt, dann merkt man, ah, sie rutschen doch drüber. Und das ist auch gut so, weil die müssen ja halten. So sieht das Ganze aus. Und dann gibt es da noch so ein zweites Ding, das hat keine Anschlüsse. Und das muss scheinbar hier oben reingesteckt werden. Also da kommen hier die Schläuche durch. Einmal. Zweimal. So. Und dann muss das hier reingesteckt werden. Ja, das ist mit etwas Gewalt zum Zusammendrücken, sodass es dann wirklich bündig abschließt, sozusagen. Hier oben in den letzten Deckel wird das hier einfach eingeführt und müsste dann hier so reinkommen. Genau, Klick. Dann können wir das Ganze auch zusammenbauen und wenn ihr euch das anschaut, dann gibt es hier einen Anschluss, der hier auf den kleinen Schlauch runterführt und das hier ist auf jeden Fall der Anschluss für den Wasserhahn und der muss jetzt hier durch, dort wo der Wasserhahn hinkommt. So. Und der Anschluss, der andere Anschluss, das ist der hier, der ist für die Handpumpe, der kommt hier durch. Ja. Und dann kommt das ganze Ding in den Kanister rein und wird zugestoppt. So, jetzt kann man die Schläuche hier durch hochziehen und reingeben. So. Dann kümmern wir uns um den Wasserhahn. Da ist so ein kleiner Gummipfropfen dabei. Der muss hier einfach drauf geschoben werden. So. Sieht dann so aus. Und dann nehmen wir den Schlauch, wo der Wasserhahn hinkommt, und stecken den einfach hier drauf. So, sehr gut und das war's. Das heißt, der Wasserhahn kann dann hier draufgestellt werden bereits, das funktioniert schon. Für den Transport nimmt man das dann einfach raus und legt es hier rein. Kümmern wir uns nun um die Pumpe. Da ist so ein kleines Stück dabei und ich weiß nicht, ob ich das über die Kamera einfangen kann, aber das ist auf einer Seite ein bisschen schmäler als auf der anderen. Es läuft also so etwas zusammen. Das Stück muss man sich genau anschauen. Und die dünnere Seite, also die schmälere Seite, kommt zuerst einmal unten auf den Schlauch. Der Schlauch ist durchgesteckt. Sieht dann so aus. Dann kommt da einfach die Pumpe drauf wieder auf der einen Seite. Und dann wird das Ganze da über den Anschluss drüber geschoben. Dadurch hält auch die Pumpe. Die Pumpe hat hier einen Drehverschluss. Hier ist es zu und so ist offen. Und so kann man dann die Luft reinpumpen sozusagen. Und dann kann man die Pumpe auch hier reingeben. Reinfädeln und hat die Pumpe auch hier stehen. Jetzt muss ich das Ganze noch einmal rausnehmen. Es funktioniert auch ganz, ganz einfach, das Rausnehmen. So. Die Schläuche sind lang genug, um das Ding daneben hinzustellen. Und auf den Abfallbehälter gehört noch dieser Dichtring drauf und das kann nur der hier sein, weil der ist komplett zu, da könnte kein Abwasser durchfließen. Der ist auch komplett zu, also kann das nur der da sein. Der muss hier drauf. So.
weil in diese Dichtung hier das hier reingeht. So, dann schauen wir uns das Ganze an. So, da. Hier kann ich reingreifen in den Kanister, das funktioniert. Dann gibt es noch so eine Kleinigkeit wie hier, so einen kleinen Stoppel zum Zustoppeln. Da ist auch ein kleiner, so ein, ich sage mal, Schlüsselring dazu. Den kann man da dann einfach einfädeln. Dadurch kann man den dann auch ganz, ganz einfach wieder rausnehmen, diesen Stoppel. Bin gespannt, wie lange es dauert, dass ich den verliere. Und was es auch noch gibt, ist so ein Fusensieb, sagen wir da dazu. Gut, eine Kleinigkeit gibt es noch, und zwar hat der Deckel hier zwei Löcher. Da ist zur Montage des Deckels ist außerdem so ein Band dabei, weil den Deckel kann man irgendwie drauf montieren, sodass man den Deckel dann später hochklappen kann. Und auf dem Deckel selbst kann man sich extra dazu einen Spiegel kaufen. Ich habe den über Amazon gekauft. Den kann man dann nämlich innen irgendwie reinkleben. Und dann hat man auch gleichzeitig einen Spiegel, das schauen wir uns auch gleich noch an. Innen in den Deckel rein werde ich jetzt zuerst einmal den Spiegel kleben. Ich klebe ihn da oben her circa. Spiegel auch runter. So. Dann setze ich auch gleich jetzt mit was ich filme. Bitteschön. Das ist meine Kamera, mit der ich so gut wie alles filme. Einfach, irgendwie passt der Deckel nicht so, wie er passen soll. Ich weiß nicht. Entweder habe da nur ich Probleme damit oder ich bin noch zu blöd dazu. Der muss doch perfekt sitzen eigentlich, dieser Deckel. Entweder ist die Kiste ein bisschen verzogen oder der Deckel passt nicht gescheit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Deckel nicht vernünftig passt. An alle Besitzer der Boxio Wash, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, wie das bei euch beim Deckel ist, ob der vernünftig sitzt oder nicht. Ach Leute, ich bin so blöd, das kann doch nicht wahr sein. So passt da der Deckel. Andersrum passt er nicht. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, den Spiegel irgendwie wieder runter zu bekommen. So blöd kann nur ich sein, wirklich. Also, Spiegel gehört natürlich innen rein, und wenn man nicht so blöd ist wie ich, dann gibt man den Deckel richtig drauf und dann passt der natürlich auch. So, und jetzt kommen wir zur Montage des Deckels, und das ist wieder ganz, ganz simpel. Da ist hier eine Schnur dabei, da wird auf der einen Seite ein Knopf reingemacht und dann wird es durchgefädelt. Gut, dann muss man jetzt ein bisschen pumpen. Pumpen wir mal ein paar Mal. So, und dann theoretisch kann man hier beim Wasserhahn aufmachen und Wassermarsch! Yay! Yeah. So, Sebastian ist auch da, sagst Hallo. Hallo! So. Genau, kannst du. So. Sehr gut. Also das läuft. Wasser zu. Genau. Ist recht, wenn du mehr haben willst, dann musst du halt aufpumpen ein bisschen. So. Aufpumpen. Und dann geht es ein bisschen besser. Ja. Wie die Hunde bei der Wasserquelle, gell? So, was wir uns jetzt noch anschauen, ist nach dem Campen der Abbau ganz, ganz einfach. Zum einen muss man hier einfach aufschrauben und den Druck rauslassen. Das hört man auch. Es zischt. So, jetzt ist der Druck raus aus dem Kanister. Und dann kann man das Ganze einfach da reinlegen,
Was man natürlich nicht vergessen sollte dann, ist die Deckel hier austauschen, wenn man wirklich einen längeren Transport macht. Hier zumindest, glaube ich, wird es auf jeden Fall notwendig sein, dass man hier den Deckel für Schmutzwasser drauf gibt. Das hier vermute ich mal wird dicht genug sein, weil das ist alles komplett dicht bis hier heroben hin. Das heißt, der Deckel wahrscheinlich wird beim Transport vielleicht gar nicht notwendig sein. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schreibt es mir da, wie eure Erfahrungen sind beim Transport, aber so würde es ich zumindest machen. Ja, und dann das Ganze einfach eben was ist? Ach so. Ah, das war schon wieder ein Sporn. So, warum? Das war schon wieder ein Blödsinn, weil logischerweise ist ja hier vom Abfluss das Ding, das heißt, da gehört der da. Dieser Dings hier, das ist der für den Abfluss, macht auch Sinn. Macht man zu und dann, wenn sich das anschaut, so sieht es zugemacht aus und dann geht natürlich auch vom Abfluss die Dings rein. So, so macht es einen Sinn, das Ganze. So macht es einen Sinn und so, wie gesagt, würde ich transportieren. Das hier, den Deckel hier, den braucht man, glaube ich, nur, falls man Frischwasser irgendwo hingeht, Frischwasser holen, damit man den Deckel auch zuschrauben kann, wenn man zurückgeht. Aber wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare. Ich glaube, dass das so stimmt. Deckel zu, Box fertig zum Transportieren für einen Camper und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich abonniert den Kanal und verprügelt den Like-Button und ciao Kakao! Hasta la vista, Baby. Nein, wir bleiben bei Ciao Kakao, gell? Ja.